am, just exactly what I will be. Just a guy who can rhyme and chop ill beats. One day I'll recover from what ails me. Till then I'm on that fuck with the sales beat. My mama told me, one day I'ma blow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So call life to call living. Hallihallo liebe Freunde, zurück zu einem weiteren Tekkit Light Let's Play. Und ich bin vorher schon mal auf dem Server gewesen, weil es, naja, ein Problem gab. Und zwar ein großes Problem, und zwar Palax Haus hat gebrannt. Ich habe dann die Aufnahme einfach mal abgebrochen, weil ich muss jetzt da drüben erstmal was machen. Ja, und ich hole mir jetzt erstmal was zu futtern. Und dann gehe ich wieder zurück zum Haus von Palax. Und tue das erstmal wieder, ich sag jetzt mal, reparieren. Das ist total niedergebrannt, also fast. Es liegt noch ein bisschen was, und weil wir jetzt bei uns nichts weiter zu tun haben, dachte ich einfach mal, ich baue das jetzt mal schnell wieder auf. Wird ja wohl relativ schnell gehen. Ich nehme mir noch eine Axt mit und tue dann mich drum kümmern, dass wir Holz rankriegen und das da wieder zubauen. So, ich muss bloß mal gucken, die Energieleitung hier ist auch weg. Ist auch komisch. Ja. Ich will das Ding jetzt nochmal mit Mabel füttern und gucken, was mit der Energie los ist. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas wie so ein Griefer oder so hier drauf ist. Aber scheint wohl ein Problem gehabt zu haben mit der Energie. Dass er nicht mehr gearbeitet hat, dass zu viel Energie drin war. Ich guck mal. Oh Gott. Wie ist hier in der... Also Query läuft noch. Goldrohre. Ich mal sehen, ob ich noch welche da habe. Weil normalerweise 3 sind noch da. Ist gut, das können wir jetzt da oben dran machen. Was zu essen brauche ich erstmal. So. Und so, und das eine Weizen tun wir in die Kiste rein. So. Ach, okay, dann schlafen wir erstmal. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke, ihr werdet das gleich sehen, das sieht echt schlimm aus. Ja, das regnet das auch noch. Das war's schon wieder, okay. Sehr kurzer Schauer. Muss mal Energie hier wieder anschließen. Der arbeitet nicht weiter, okay. Keine Ahnung warum. Na gut, so viel ist eh nicht mehr zu machen. Da tun wir das dann demnächst fertig bauen. Ich habe eh noch, bevor wir hier richtig losmachen, eine Kleinigkeit mit euch vor. Aber erstmal müssen wir hier die Warp Doors vor allen Dingen rausnehmen. Die brauchen wir ja alle, und ich habe hier keinen Platz mehr in die Kisten. Es ist zum Heulen. So, hier ist auch alles voll. Sehen, dass wenigstens erstmal das ganze Wertvolle hier reinkommt. Schaufel lasse ich mir drinne. Ich habe bloß noch 2 Rubinen. Das ist schlecht. Muss ich mal direkt runtergehen. Nehmen wir mal noch ein paar holen. Weil mit der Rubinachs geht das auch ein ganzes Stückchen schneller. Die ganzen Häuser hier abzubauen. Warum ist hier Kupfer daneben gerade gelandet? Wahrscheinlich, was da eingeschmolzen wird. Okay, also die Quarry läuft noch. Weiß bloß nicht, warum die ganzen anderen Materialien hier durchkommen. Ach, weil wir ja Stein uns so ausgemacht haben. Also Stein brauchen wir ja wirklich nicht. Oh Gott, Leute, und jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt. Stöcke hatten wir doch in einer Folge noch übrig hier. In der letzten. So, ich habe Palak auch schon Bescheid gesagt über
WhatsApp, dass halt sein Haus in Flammen steht und dass ich das eigentlich für ihn reparieren wollte. Also so sieht das jetzt hier aus. Ich weiß nicht, ob das vom Vulkan hier kommt. Aber jedenfalls sieht das jetzt so aus. Okay, wie gesagt, ich gehe jetzt ein bisschen Holz holen und bauen das hier wieder zu. Müssen dazu natürlich aus der Landschaft ein bisschen Holz hier rausnehmen. Das muss er sich dann wohl wieder selber zusammensuchen hier. Aber gut, ich denke mal, das wird für ihn das kleinere Problem sein. Hauptsache, das Haus steht wieder. So halbwegs. Ich baue allerdings bloß das Haus fertig, was der innen so hatte mit die Treppen. Keine Ahnung, wie er das hatte. Aber mal sehen, ich habe 44 Holz. Können wir erstmal... Die Ränder hat er ja alle mit den Stämmen hier gehabt. Oder? Ne, hier hinten hat er keine Stämme gehabt. Okay, wo hat er denn Stämme gehabt? Hier vorne? Und hier. Okay. Das ist wahrscheinlich von Baum, der hier vorne stand. Der abgebrannt war. So viel brauchen wir ja gar nicht. Ich glaube, 11 Stämme müssten reichen. Dann nehmen wir hier das Holz. Um das Ganze hier wieder zuzubauen. Keine Ahnung, ob das so richtig ist. Ich baue es jetzt einfach mal so. Hier war Stamm drinne. So. Okay. Ja, das muss auf jeden Fall hier an die Fensterscheiben lang. So. Bauen wir hier oben einfach mal weiter. 1, 2. Sneaken wir mal hier. Und dann können wir das hier recht fix hochbauen. So, hier zu bauen. Dazu. Und hier zu. Okay, dann nimmt das hier drin schon wieder ein bisschen Gestalt an. Wie gesagt, auch nur ein bisschen, aber... Was hat er sich hier eigentlich hingesetzt? Ein Pulverizer? Ja, ein Pulverizer. Okay. Muss er dann bloß noch Strom anschließen. Sonst macht der nix. So, hierzu. Hier werden dann wahrscheinlich Treppen hinkommen. Wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht, wie er das hier gebaut hat. Da gehe ich jetzt einfach mal hier lang. Also ich baue das jetzt einfach hier so mal ganz gekonnt zu, weil ich, wie gesagt, null Ahnung habe, wie das hier war. Könnte man natürlich auch in Folgen nachgucken, wo das Haus noch komplett stand, aber ich baue das jetzt einfach mal zu, dass das wieder ein bisschen wie ein Haus hier aussieht. Ich möchte gerne mal wissen, ob das wirklich einer war, der sich in den Server eingehackt hat. Oder ob das wirklich nur vielleicht durch den Vulkan dort oben kam. Das kann ja auch sein. So gut, die Stufen muss er sich dann hinbauen. Und jetzt müssen wir hier oben noch zumachen. Mal sehen. Und jetzt Holz leer. Na super. Müssen wir noch das Holz hier drüben holen. So, und jetzt hier. Ach, und da hinten hat er eine Quarry sich hingesetzt. Schön, schön. Mit was bepowert er die? Ach, mit einer Magmatic Engine. Aber da hat er keine Lava drin. Ah, okay. Wartet mal, ganz kurz, bin gleich wieder da. Okay, so, da bin ich wieder. Muss bloß mal schnell die Tür zumachen. Die ist wieder aufgegangen.
Den Setzling nehmen wir mal mit. 19 Holz, wenn wir ein Stack vielleicht mitnehmen. 4 Stacks Holz werden ja wohl reichen. Also Bretter. Was wir hier mitnehmen. Das ist ein halber Stack. So, und das hier mitnehmen. Gut, ich denke mal, das dürfte jetzt dicke reichen. 3 Stacks Holz noch. Also fast 3 Stacks. Mal sehen. Da hüpfeln wir mal hier hinten weiter. Und bauen das mal hier oben noch zu. Wie gesagt, das ist jetzt nur ganz, wie sagt man dazu, oberflächlich. Ach, das ist schon Decke, okay. Aber das mal echt, Leute, wenn ihr was wisst, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht irgendwo anders was gesehen habt, der hier was gemacht hat. Ansonsten kann es ja bloß vom Vulkan kommen. Also letzte Folge sind wir ja da stehen geblieben, aber ich hatte ja auch gar keine Lava dabei. Vielleicht durch irgendeinen Bug oder so, dass ich da aus Versehen Lava gesetzt habe. Aber das hätten wir ja gesehen. Oder kommt es halt wirklich vom Vulkan? Das kann natürlich auch sein. Naja, das Haus ist ja fast soweit wieder fertig. So. Hier das machen, dass wenigstens die Decke drauf ist. Na, kommst du? Genau. So. Und dann werden wir natürlich bei uns weitermachen. So. Ist auch fast fertig. Hopf. Mal hier runter. So, hier kommt der Eingang hin. Da lass mal frei und dann machen wir hier weiter. So, und hier oben noch drauf. Und da ist das Gröbste schon wieder fast fertig. Ach, und ja, ich habe meinen Skin mal gewechselt. Ich kann hier meinen Helm hier alles abnehmen. Da seht ihr mich. Oh, der andere hatte halt so gebackt und dann hatte ich zwischendurch noch einen anderen. Aber den fand ich zum Anfang ganz cool. Also der sah recht gut aus. Aber ich fand das dann einfach zu kitschig. Naja, muss ich mal sehen. Wenn ich Zeit habe, werde ich mir auch einen eigenen machen. Aber da ist ja noch ein bisschen später mal Zeit dafür. Achso, hier kommt die Tür rein. So, und hier hoch noch. Und dann ist das Haus hier oben zu. Wie gesagt, die Treppen könnte ich dann eigentlich auch mit hin machen. Aber mal sehen, ob dazu dann das Holz noch reicht. Müssen wir dann mal schauen. Also ich überlege gerade, hier oben käme da noch eine hin. Müsste hier schon die Tür reinkommen. Oder, ach, hier war schon das Ende, wie es aussah. Ja, gut. Kann sich Palak ja dann wieder umbauen, so wie er es gern hätte. Sozusagen bloß erste Hilfe hier. So, was ja natürlich cool wäre, wenn der jetzt ankommen könnte. Weil der hat leider keine Zeit, das ist ein bisschen schade. So. Gut, ist jetzt nicht so schön, aber ist erstmal wieder ein bisschen zu hier.
Mal sehen, ich müsste jetzt bloß hier drüben ins Warp da reinkommen. Dass wir uns bei uns hier weitermachen können. Sieht schon ein bisschen schlimm hier aus. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Ich habe hier noch ein Holz da. So. Sehen, Treppen sind hier natürlich auch nichts mehr. So, bin ich schon wieder da. Okay, weil ich wollte dann ganz gerne in meinem Haus auch noch ein bisschen weitermachen. Der Filler, komischerweise, hat ja nichts mehr gemacht, habt ihr ja gesehen. Ja, und zwar würde ich jetzt ganz gerne mir ein Jetpack bauen wollen, aber dazu brauchen wir diese Power-Converter. Muss mal direkt sehen, wie man die craftet. Sehen, hier ist das ganze Zeug. Nein. Nö. Nö. Nächste Seite bitte. Danke. Hier sind sie auch nicht. Brauche aber heute lange zum Weitermachen hier. 17, Seite 18. Hier ist das Jetpack. Wie man das baut, weiß ich schon. Das Batteriepack, okay. Nächste Seite. Na, wo sind die denn? Ich habe nämlich gestern schon ein bisschen rumexperimentiert, wie man die bauen muss. Und wie man die vor allen Dingen anschließen muss. Das habe ich auch ganz gut geschafft. Aber dazu müsste ich die halt mal finden. Also wir brauchen auf jeden Fall ein BC Consumer. Wie baut man den? Mit einem Stirling-Motor und Goldbarren. Das haben wir da. Stirling-Motor müssten wir... Haben wir einen da drin? Ach, hier sind sogar noch zwei. Consumer. Okay. Genau. Das haben wir. Dann brauchen wir eine... Energy... Ach, Energy, mal sehen, hier ist Energy Bridge, Glas, Goldbahn, Diamant haben wir auch noch da. Dann brauchen wir einen HV Producer, den baut man, wenn man den nimmt, und einen High Voltage Transformer, okay, Transformer und einen Machine Block. Refined Iron, okay. Das heißt, wir brauchen als allererstes einen Maschinenblock. Und ich baue mir jetzt erstmal die ganzen anderen Teile. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Dias. Wir brauchen Gold. Wir brauchen Glas. Oder ich lege mich erstmal schnell hin, dass hier wieder Tag ist. Ups. Ich vorher noch schon machen. So. Mal hinlegen hier. Schneller. Okay. Wir sind stehen geblieben bei Glas. Hier ist keins drin. Glashammer, Diamant, Goldhammer. Wir brauchten dieses Refined Iron. Dazu müssen wir, glaub, normales Eisen in den Ofen reinschmeißen. Eisen. Wo ist es hin? Drüben noch drin. Okay, entweder das kann es mir dauern oder ich sehe es nicht. Ich gehe einfach unten mal ein bisschen holen. Tu gleich meinen halben Stack einschmelzen. Mal gucken. Ah, ist ein bisschen Kies rausgeploppt. Ich mir einfach mal ein Stack mit. So. Und auf jeden Fall will ich dann das Lager unten auch noch umbauen. Das kommt dann nach oben. Und so weiter und so fort. Gut, so. Dann tun wir mal einen halben Stack reinmachen. Weil das brauchen wir eh. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir noch Rubber haben. Stinknormalen Rubber.
Ist alles Kohle. Ein Rubber, okay. Kohle. Also müssen wir ein bisschen Rubberwood noch zur Sticky Resin verarbeiten. Weil wir brauchen gleich Rubber zum... sag jetzt mal zum Machen von Kabeln. So, dann können wir ja eigentlich schon mal mit den Consumer anfangen. Den baute man so. BC Consumer. So, die Energy Bridge, die baute man. So kann das sein. Die Eisen rundherum. Ach nee, Redstone kam hier rundherum. Das brauchen wir ja auch noch. Halt, zu machen. Redstone haben wir hier 60. Eine... Mal sehen, ob ich sie so finde. Energy Bridge hier. Achso, okay, 4 Gold. Das heißt, hier kam das rein. Hier kam der Diamant rein. Hier kamen die Goldteile rein und hier kam das rein. Genau, dann kriegen wir die Energiebrücke. Und ein bisschen Consumer. Den können wir schon mal hinsetzen. Und hier die Energiebrücke dran machen. So, 14 Raffinate Iron, das reicht schon mal für den Maschinenblock. So. Maschinenblock. Fistige Reason haben wir. 4, okay, und hier tut gerade das Texturenpaket ein bisschen spacken. Aber nur gut. Nehmen wir mal die Ziegel raus und tun das hier reinschmeißen. Ziegel tun wir hier rein. Dann braucht man auf jeden Fall Kupfer. So. Achso, daraus muss man dann die Kupferkabel machen. Das Eisen ist hier noch ein bisschen. Nehmen wir das Holz gleich mal raus. Oh, drei. Wir brauchen, glaube ich, 6 Rubber, dass wir da Kabel rauskriegen. Oh, jetzt ist hier gerade mein... So, Kabel rausgerutscht. High Voltage Producer. Ist nämlich besser, wenn wir daraus gleich High Voltage machen. Achso, HV-Kabel. Ach du Kacke, Energy-Kristall. Okay, der geht ja auch noch. Diamant haben wir ja noch da. Okay. Braucht man einen Maschinenblock? Goldkabel. Okay, das ist auch kein Problem. Können wir uns gleich mal Kabel hier rausmachen. Haben wir 12 Stück, aber wir brauchen halt dafür noch eine Menge an Rubber. Ach nein, hier tut gerade das Eisen noch durchhauen. So, wie war das? Hier unten Gold dran. Habe ich den Rubber jetzt gar nicht mitgenommen? Nee. Also, hier Gold hin. Und 2 Rubber. Genau, da kriege ich dieses... Davon brauchen wir 2. 1, 2. So. Das können wir jetzt gleich hier an den Maschinenblock dran machen. Und da haben wir den MV-Transformer. Jetzt brauchen wir eine Tronic-Chip. Den müssen wir so machen. Gut, das ist auch relativ leicht. Die 4 Inch. Da müssen wir einen Zweier nehmen und dann noch... Das machen wir aus Raffinate Iron. Okay. Ist doch ganz gut, dass wir da gleich das ganze Zeug reingemacht haben. Immer noch 2 Rubber. Ein Sticky Riesen. Okay. Eisenbahn, Raffinate Iron. So, da haben wir das. Und ein Kabel brauchten wir, glaube ich, nur.
dafür oder zwei? Zwei, okay. Müssen wir das so machen? So. Dann braucht man schon wieder Rubber. Das ist das, was ich angesprochen hatte. Diesen vielen Rubber, was wir da verbrauchen. Hier ist auch noch einer drin. Daraus können wir ja gleich schon mal so ein 4-Inch Kabel machen. Dann brauchen wir auch noch mal für die Kupferkabel, ich weiß nicht, 6, halt das. Ja, da brauchen wir nämlich 6 mal Rubber und wir haben bis jetzt bloß noch einen. Und den müssen wir gleich hier rein verbauen. Hier ist nichts mehr weiter drin. Hier ist 3 mal Sticky Reason. Also die Hälfte schon mal davon. Mal sehen, da können wir das Holz gleich mal rausnehmen. Und wieder hier hinten reinmachen. Und das war's jetzt soweit schon wieder von dieser Folge vom Ticket Light Projekt. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge, wo wir hoffentlich hier unser Energiedepot fertig kriegen. Tschüssi!